Hier ist wieder Blame Brown, heute mit einer neuen Let's Play Folge, heute mit dem 1970er oder halt 1966er, ja, um richtig zu sein, um den 1966er Oldsmobile Tornado. So, bevor wir jetzt gleich zu den technischen Daten hingehen, wir haben ja unter der Haube, ist ja ein Ami, mal auch immer V8 Motoren. Mit Heckantrieb. Diesmal haben wir was ganz besondere Technik unter der Haube. Ganz, sehr, sehr, sehr besondere Technik. Unter der Haube ganz besonders, weil das ist der allererste frontangetriebene Amerikaner mit V8 Motor. V8. Ja. Gab's auch bei dem anderen Ding. Andere Motoren zu Hause. Nee, es gab keinen Vierzylinder mit 2 Liter Hubraum. Es gab auch keinen Vierzylinder mit 1,8 Liter Hubraum. Es gab keinen mit 1,7. Es gab keinen mit 1,6er, 1,5er, 1,4er, 1,2er, 1 Liter, 0,9 Liter. Es gab auch keinen 3-Zylinder unter der Haube. Wir haben auch keinen 5-Zylinder unter der Haube bekommen. Auch keinen VR6 unter die Haube bekommen. Sogar keinen V6 unter die Haube bekommen. Sogar keinen V5 oder rein 6-Zylinder, auch kein Turbomotor. Nee, wir haben einen V8-Motor bekommen unter der Haube. Einen 7-Liter V8. Das ist der Oldsmobile Tornado, steht sogar drauf. Und ja, 7-Liter V8. Das steht Oldsmobile Turbo, Tornado, nicht Turbo. Es gibt auch ein paar technische Besonderheiten, aber das wird unser Technik-Plane später mal zwischendurch, wenn wir auf die Teststrecke gehen, dazwischen mal kurz erklären, was die Besonderheit dieses Getriebes ist. Weil frontangetrieben und V8 unter der Haube, alles unter einer Haube, das ist schon wenig Platz, aber dementsprechend ja auch ordentlich zu Gange. Ja, als Oldsmobile den Wagen gebaut hat, das war ein sehr interessantes Experiment gewesen. Ja, von innen ist er eher 50er als 60er. Ja, da haben sie ein bisschen den Steil verpasst. Aber wir schmeißen mal das Triebwerkchen an. Aber dementsprechend ja auch. Wir haben ein Dreigang Automatikgetriebe. Dreigang, wenn ich jetzt richtig liege. Jetzt muss ich mal gucken wegen den Gängen. Ja, gut. Ich habe hier. Ja, wir haben ein Dreigang Automatikgetriebe mit Frontantrieb. Der Motor leistet 390 PS, also fast 400 PS. Dementsprechend bringt er 644 Newtonmeter auf die Vorderachse und Topspeed liegt bei 209 km/h. Die Beschleunigung von 0 auf 100 ist circa, ist für mich jetzt mal ein circa Wert, was ich jetzt angebe, um die 8 Sekunden, weil ich habe hier die 0 auf 60 Meilen Wert und da braucht er von 0 auf 60 Meilen 8 Sekunden. Ja, heute wäre ein heutiger Kompaktsportwagen deutlich schneller mit der Leistung. Aber ja, zu der Zeit war ein Frontliebler mit V8 auch sehr schnell. Ja, als Oldsmobile den Tornado vorgestellt hat und später dann verkauft haben, ja, war quasi die erste Besonderheit der Antrieb. Topspeed-mäßig fuhren die meisten, konnten sogar 217 km/h fahren, also es war schon eine hohe Topspeed, also er konnte eigentlich schneller. Und jeder hat dann überlegt, ist Frontantrieb bei so einem großen Wagen überhaupt noch sinnvoll? Aber dazu, zum Vergleich zu anderen amerikanischen Fahrzeugen, hatte der Tornado eine überdurchschnittliche, gute Straßenlage. Das ich soll mal sagen, überdurchschnittlich. Und ja, wie überdurchschnittlich, wenn wir jetzt gleich auf der Teststreckenrunde sehen. Dementsprechend wird auch unser Technikplan zum allerersten Mal hier mal seinen Senf dazugeben. Also der normale Plan
Da wird hier die Teststrecke und die Geschichte des Fahrzeugs ein bisschen in die Technik eingehen, wenn der Technik-Plan ein bisschen genauer eingeht, wie das Getriebe hier verbaut ist. Ja, es wird interessant, wie man da Frontantrieb hingekriegt hat. Das Auto ist über den Carpass erhältlich, also ein bezahlbares Auto. Man muss also zahlen, also ein bisschen Kohle hinblättern, aber ja, wer das Auto haben will, dementsprechend auch. So, aber ich würde ja ein bisschen kurz die Technik anschneiden, wenn der Technikplan ein bisschen mehr darauf anschneidet, weil so genauer kann ich es nicht erklären. Da muss der Technikplan ein Bild hinzuziehen, der uns das zeigt, wie das Getriebe verbaut ist und wie es so im Auto auch aussieht, im Fahrzeug samt Motor angeflanscht. Aber dementsprechend haben wir ja einen großen Drehmomentwandler und ein Getriebe waren mit einem einzigartigen Kettenantrieb verbunden. Allerdings waren das Platzangebot vorn und der Übersicht nach hinten übersichtlich. Also er war im Vorn, er hatte Platz, er hat schon deutlich mehr Platz. Wir haben ja keinen Kardantunnel gebraucht, also ja, Kardantunnel war nicht nötig. Wir haben noch mehr Platz im flacheren Unterboden. Dementsprechend, ja, war der Wagen auch ordentlich verkauft worden. Also 1966 wurden mehr als 40.000 Fahrzeuge verkauft. Also zur damaligen Zeit war es technisch eines beeindruckenden Fahrzeugs auf dem amerikanischen Markt. Also kann man schon sagen, fünfstelliger Verkaufsbereich. Also, jo. Und ja, 7 Liter V8 und knapp 400 PS stark. Also, Später gab es dann noch ein stärkeres Modell mit 7,5 Liter V8 unter der Haube. Dementsprechend hat er dann so fast die 400 PS sogar, glaube ich, schon sogar die 400 PS erreicht. Und ja, es gab nicht sehr viel. Ja, es ist eigentlich ein Sportcoupé, also ein Gran Turismo. Also es soll sportlich sein, aber eher für lange Reisen und so aufgebaut sein. Der Tornado wurde bis 92 gebaut. Also da gab es verschiedene Modellvarianten. Also wir haben hier die erste Generation Toronetta. Es gab insgesamt, muss mal zählen, 1, 2, 3, 4 Generationen Toronados. Dementsprechend ja auch unterschiedlich gewesen. Aber ja, irgendwann hat Oldsmobile, ja, ist irgendwann mal pleite. Oldsmobile irgendwann mal pleite gegangen. Die haben nicht mal so viele Fahrzeuge gehabt. Sind dann verschwunden, dementsprechend ja auch aus dem amerikanischen Markt auch verschwunden. Aber dementsprechend, wie gesagt, mache ich hier einen Cut. Da wird unser Technikplan ein bisschen kurz die Technik einläuten, währenddessen ich hier ja aus Versehen was einstelle. Also bis gleich auf der Teststrecke. Und hier ist der Technikplan, heute der allwissende Plan. Dementsprechend, sobald unser anderer Plan hier auf der Teststrecke ist, kann ich mal ein paar Sachen, kleine Besonderheiten erklären, wie der Aufbau dieses Motoraufbaus samt dem Frontantrieb hier zustande kam. Wie ich bin hier, habe mich mal ein bisschen hier durchsucht. Ja, hier haben wir ein paar Daten. Hier ist auch die Seite, wo ich hier bin, wenn ihr mal wissen wollt. Also, genau, Technikplan. Also, Front Wheel Drive and Performance. Jo, gut. Wir werden das ein bisschen überfliegen, weil ich will hier heute mal so ein bisschen, und hier zeigt es ja die Technik. So, wir kennen ja die Technik eines frontangetriebenen Fahrzeugs schon. Ja, wie technisch frontangetrieben. Ja, wir haben normalerweise einen Frontmotor und Frontantrieb bei den heutigen Fahrzeugen, Motor quer eingebaut. Bei dem ist ja der Motor längs eingebaut und es ist halt ein V8. Die Besonderheit ist das Getriebe. Wir haben ganz normal vorne den Motor. Dementsprechend haben wir nach dem Motor, wir haben ja ein Automatikgetriebe, einen Wandler dazwischen, zwischen Getriebe und Motor. Normalerweise bei einem klassischen frontgetriebenen Wagen. Beim Oldsmobile Tornado ist es ein bisschen anders. Wir haben den Wandler, nach dem Motor kommt der Wandler, also noch wie immer. Dann kommt die Besonderheit, dass der Wandler mit einer Kette verbunden ist mit dem Getriebe. Also die Kraft des Motors wird vom
zum Wandler übertragen. Der Wandler überträgt das zu einer Kette. Die Kette überträgt die ganze Kraft auf das Getriebe. Ja, ein sogenanntes ungleichachsiges Getriebe im Grunde genommen. Also ganz normal wie ein 4-5-Gang, also ein normales quer eingebauten Motor. Aber wir haben eher, ja, 3 Gänge dementsprechend ja auch. Dementsprechend wandert dann die Kraft zum Differential, ganz klassisch wie bei einem front angetriebenen Wagen halt, auch übers Differential, wandert dahin, wird dann geleitet auf die, das Differential leitet dann die Kraft auf die beiden Vorderräder und fertig war's. Das ist halt die Besonderheit beim Coronado. Coronado ist aber halt, dass es direkt über eine Kette dann zum Getriebe übertragen wird und dann zum Differential und dann auf die Antriebswelle. Das ist halt die Besonderheit, wenn wir halt uns jetzt bildlich anschauen, so sieht das Triebwerk aus am Ende. Hier haben wir das komplette Getriebe, das ist die Kette unter dem Deckel. Da drunter sitzt der Wandler. Das wird dann halt über das Getriebe übertragen, der Wandler über, dann wird es über die Kette übertragen, ins Getriebe hinein, dann ins Differential. Und dann auf die beiden Antriebswellen dann, bis zu den Vorderrädern. Die ganze Kraft, also es ist schon ein sehr interessanter Aufbau. Und wenn wir hier mal da, hier im eingebauten Zustand, sehr interessant. Also alles auf einer Achse und ja, Ford hatte auch den Plan gehabt, auch sowas zu bauen. Aber ja, haben es dann auch nicht gemacht. Also das ist hier ein sehr, sehr interessantes Antriebskonzept hier. 143.000 wurden verkauft, also wenn ihr gut Englisch könnt, und das ist ja eine sehr interessante Sache. Aber jetzt wollt ihr wissen, wo er sich stehen könnte. Ich vermute mal eine Zeit. Ich vermute nur mal, dass er irgendwo... Ich habe jetzt noch nicht die Tabelle mir angeschaut. Noch nicht. Noch nicht. Also, wir hatten einen Mercury Cyclone. Auch auf der Teststrecken-Runde. Wir haben auch ein deutlich jüngeres Fahrzeug, den Ford Crown Victoria, sogar auf der Teststrecke. Also, würde ich jetzt mal sagen, rein von der technischen Seite her, wird der Oldsmobile Coronado zumindest schneller sein als der Ford Crown Victoria, schneller als ein Renault R8 Gordini und schneller sein als ein Mazda MX-5 NA. Er würde aber von der Zeit her fast gleich aufliegen, nach meiner Meinung. Also es vermut's nur mit dem Mercury Cyclone sein. Also, ja, das ist halt meine Vermutung. Wir werden sie halt komplett am Ende der Folge sehen. So. Dementsprechend übergebe ich wieder die Leitung vom Technikplan zum normalen Plan. Also Plan, du hast deinen Auftritt, mach die Teststreckenrunde und wir sehen dann am Ende der Tabelle, wie es doch aussieht mit der Rundenzeit. Also Rundenzeit. Also wo er sich positioniert. Also ich bin mal selber gespannt. So, und um die technischen Begebenheiten, unser Technikplan, was er erklärt hat, schauen wir jetzt mal, wie das in der Praxis funktioniert. Der Coronado hat irgendwie so ein Design eines Pontiacs, aber wir sehen, das Getriebe ist lang übersetzt. Dementsprechend haben wir kein Wheelspin, kaum oder fast gar kein, aber es wird ja interessant, wie er handlingsmäßig ja gegenüber den anderen Fahrzeugen seiner Klasse, also S-Fahrzeugen, aus seinen Jahrzehnten sich vergleichen lässt. Wir haben ja, glaube ich, schon ein paar Muscle Cars schon mal jetzt mal, nicht sehr viele Muscle Cars unter der Teststrecke hier jetzt gefahren, aber waren seine Altersklasse bestimmt einen und ja, uns in der Fahrzeugklasse, der auch da drin ist, aber mit Heckantrieb und mehr Leistung, also dort noch sportlicher als der. Der war ja eigentlich, ist es ein Luxussport-Coupé, also eher ein Gran Turismo gewesen, der Oldsmobile Coronado. Aber trotz seiner technischen Besonderheit ist es schon interessant, mit Frontantrieb um die Ecke zu fahren. Und ja,
Ich will es auch noch heute mal versuchen. Es ist wieder eine seltene Gelegenheit, dass Plainborn heute wieder ein Fahrzeug tunet. Ja, heute tune ich wieder ein Fahrzeug. Und er geht hier in Korb. Aber das Getriebe ist sehr lang übersetzt. Wir haben ja ein Dreigang-Automatikgetriebe, also drei Gänge, mehr nicht. Also, ja. Aber trotzdem tut er mich so ein bisschen beeindruckt. Der Tacho, den finde ich ja abgefahren. Wir haben sonst immer so ein Bandtacho, aber das ist so mal ein Walzentacho, bin ich heute mal der Meinung, dass wir ein Walzentacho haben. Weil, ja. Also der Tacho finde ich schon abgefahren. Also wir schauen mal den an. Trotzdem. Wow. Aber man merkt, ich merke schon, es ist schon halt ein Schlachtschiff. Dieses Schlachtschiff zu bewegen. Das ist schon interessant. Ja, die Runde wird jetzt nicht so schnell. Wie hat er trotzdem überall das Heck wie eines Firebirds? Ja, gut. Dementsprechend, ja. Letzte Runde. Hier wird jetzt noch alles gegeben. War jetzt zu weit, so schauen wir mal. Bin mal gespannt, was wir jetzt in der Schnellrundenzeit da gebrannt haben. Ja, wir haben eine 1:22.976 und ich muss schon sagen, ich glaube, wenn ich jetzt den wenn ich das jetzt die letzte Kurve nicht gemacht hätte, wäre es sogar ein bisschen schneller, aber trotzdem. Wir haben eine 1:22.976, dementsprechend, jo. Das war schon sehr zügig mit dem Wagen halt. Und ich meine,
ich bin schon mal zügig, genauso zügig, mal schon mal um die Ecken gefahren, aber wesentlich zügiger. Aber ich bin mal gespannt, wo er sich dann positioniert hat. Und ja, und was der Technikplan so prognostiziert hat, in welcher Position er landen würde, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, was der Technikplan euch erzählt hat, aber hoffentlich alles richtig. Dementsprechend gehen wir weiter und wir begeben uns heute mal ins Tuning dieses Fahrzeugs, weil heute will ich keine Geschwindigkeitsspieltest machen, weil das dauert ja bei dem Jahr halt eine Ewigkeit. Und ja, wenn es halt bei dem die Ewigkeit dauert, dann müssen wir ein bisschen nachhelfen. Heute mal ein bisschen Tuning und dann mal schauen, weil heute will ich ihn etwas performanter machen und heute haben wir mal Bock, heute habe ich mal Bock, denn diesen Wagen mal zu tunen. Und ja, wir schauen mal auf den Umbauten. Wir haben einige V8-Motoren, sehr viele V12, also Frontantrieb mit allen Motoren kombiniert hatten wir bislang kein Fahrzeug, also wir haben kein frontangetriebenes Fahrzeug hier im Spiel, dass diese ganzen Motoren-Schwops hier zur Auswahl hatte. Das ist hier das Einzige. Also wir können aus Spaß alles mit Frontantrieb fahren, aber heute lassen wir das mal. Wir lassen heute bei dem Motor, wir könnten auf Twin Turbo setzen, aber wir setzen heute mal auf Twin Turbos. Heute mal Turbo aufgeladen unterwegs. Wir könnten das mal lassen, weil das sind ja halt die klassischen Umbauten. Den Umbau. Ja, heute bin ich noch für den Umbau, weil es mit der Gewichtsverteilung heute so ist. Weil wir haben sehr viel Gewicht an der Vorderachse. Dementsprechend schmeißen wir. Schauen wir mal, schauen. Wir wollen ja heute mal ein bisschen. Ja, 285er müssten sie passen. Jo. Ich stelle die Räder so weit raus wie möglich. Okay. Okay, also das ist klar, die erste Stufe reicht ja völlig. Ja, hier auch. Ah, hier geht's. Aber wir wollen den ja richtig sportlich hinkriegen. Wir machen eine Entkopplung. Sportgetriebe, Renngetriebe. Wir haben auch ein Driftgetriebe, also Viergang-Driftgetriebe, aber ich bin kein Drifter. Gehen wir auf ein 6-Gang-Renngetriebe. 6 Gänge wären schon schön, wären cool. Renndifferenzial brauche ich jetzt mal. Die Bremsen, die waren einigermaßen, also es waren nicht die besten Bremsen, aber deutlich höher effizient, also das wird uff. Das hat jetzt was, jetzt sieht das Ding mal böse aus. Schön Radkästen. Also wir machen jetzt alles, was einstellbar rein. Wir schmeißen auch viel Gewicht raus, weil das Auto wiegt. Ja gut, jetzt ist er über 2 Tonnen Kampfgewicht. Ja, über 2 Tonnen Kampfgewicht. Also 2041 Kilogramm wiegt dann. Das ist das schwerste gemessene. Aber ja, wir schmeißen jetzt so viel Kampfgewicht weg, wie wir können. Weil wir bringen den dann halt auf 1,6 Tonnen runter und ja, 1,6 Tonnen, das machen wir doch glatt. Wir lassen heute mal, Überrollkäfig, sollen wir den da mal? Ja, wir machen den heute mal ein bisschen Rennwagen. Und ja, Motorleistung. Ja, schauen wir mal. Ja, das klingt doch besser. Schauen wir nach vorne. Ja, es hat einen Twin Turbo jetzt drin und er würde jetzt die Ansaugung, ja, den Sound hat das ja eigentlich verschlechtert, aber trotzdem. Machen wir doch rein, wir brauchen ja Leistung. So. Da hätten wir jetzt einen glatten Wert von 500 PS. Also das machen wir. Wir machen mal heute mal einen glatten Wert 500 PS. Also ja, ein bisschen mehr als gewollt, aber dementsprechend. Ja, 500 PS, das ist der Way to go für heute.
Frontantrieb 500 PS. Ja, da werdet ihr mich jetzt verrückt halten. Blaine, wieso machst du 500 PS? Das ist doch nicht mehr, sagen wir mal so, nicht mehr fahrbar, würdet ihr jetzt meinen. Ja, das wäre jetzt auch nicht mehr fahrbar, aber wir haben ja sehr viel Gewicht. Jetzt haben wir knapp 1,6 Tonnen Kampfgewicht. 500 PS, die müssen ja doch irgendwie halt nochmal zurück. Habe ich jetzt die Reifen gemacht? Trotzdem sieht das Ding böse aus. Oder tiefer liegt. Nee, wir haben noch die Standardreifen. Da werden wir ja die 500 PS nicht gut auf die Vorderachse kriegen. Die ganzen 500 Pferdchen, ja, wir machen. Es ist aber schon interessant, wie halt wir den hier. Ah, wir kriegen den schon. Ich will ja auch noch. Gut. Na, es will eigentlich nicht so modern raufgehen. Aber mal schauen. 4,651. Bin ja halt mit der Bereifung so am Überlegen. Ja, wir machen jetzt die Oldtimer-Rennreifen. Habe ich ja auch nie benutzt. Also die muss ich mal benutzen. Also dann haben wir hier doch einen besseren Handling. Ja, da gehen wir noch eine Kategorie höher. Also Leistungsstufe krasser. Also jetzt schon in der B-Kategorie. Also ja, performant und Frontantrieb zu kriegen mit der Leistung, das wird jetzt, würdet ihr jetzt sagen, nee, alles um über 400 PS kann man nicht performant hinbekommen. Ja, aber ich bin der Meinung, wir kriegen das performant hin. So. Wir machen mal ein bisschen weniger Luft drauf, um ein bisschen mehr Grip zu haben. Kann aber nicht nur so schnell, okay. Sehr interessant. Also wir lassen mal das Getriebe. Ja, lassen das mal so. Ein bisschen länger. Wir machen den Sturz ein bisschen geringer. Komm, jo, da wird er ja noch schneller. So, muss ich ja mal schauen. Wir könnten ein bisschen härter gehen. Also ein bisschen härter können wir gehen, wenn ich es zu hart. So, gewichtsmäßig, ja. Legen wir mal ein bisschen tiefer. Und ja, also es muss jetzt hier sein. Den Rest würde ich jetzt erstmal so lassen. So. Ich frage, für was wie brauchen wir immer die Verzögerung? Wir gehen mal auf 25%. Ja. Ah, ich bin heute mal ein bisschen. Ja. Bin für 25%, 26%. Also ein bisschen mehr leicht sperren. Ja, noch für mich die humanste Art. Nein, so ein Spaßvogel, wie ich gerne mal zur Züge fahren will. Schauen wir mal, wie er sich jetzt verhält. Also, das sind halt jetzt ungefähr 0815 Einstellungen. Wir haben ja an der Hinterachse Abtrieb. Also, wir haben mehr Abtrieb auch an der Hinterachse, um ein bisschen Grip auf die Hinterachse zu kriegen in den Kurven. Classic Muscle, also ein klassisches Muscle Car. Interessant, interessant. Amoco Motor Oil. Ja, das ist ein schönes Design von dem einen Ersteller. Ja, wir haben ja auch einen Trommelbremse gehabt. Also ich bin gespannt, wie performant ich mit Frontantrieb hinkomme. Also ich glaube, die also in der Leistungsstufe, wo ich sitze, das ist glaube ich das Limit mit dem Wagen. Das andere brauchst du, brauchst dann halt Allradantrieb. Das. Schauen wir mal, wie es vom Start wegkommt. Sogar ein Subaru kann sich nicht so richtig, kann sich noch absetzen. Aber wir haben ja so viel Kraft mit dem V8 unter der Haube. Und glatte 500 PS.
Ah, bin ich mal gespannt, wie schnell er sich jetzt in den Korb wieselt. Oh, oh! Da fährt sich jetzt deutlich besser um die Kurve. Und ich frage mich, wann dieser Walzen-Tacho. Ja, bei 130 km/h bleibt er stehen, der Tacho, also dementsprechend sehr interessant. Ah, den sechsten Gang brauchen wir doch eigentlich nicht. Ah, 2:30 reichen. Mit dem Abtrieb hinten haben wir richtig. Wow! Wow! Also hat beim Fahren auch untersteuert. Also man hat es gemerkt bei den Seiten. Also er hat jedes Mal, sobald ich aufs Gas gehe, dann hat er sich wieder ein bisschen Kraft gezogen, hat dann untersteuert. Aber vom Fahren her war das sehr, sehr angenehm. Also ich will jetzt sagen, er hat sich besser gefahren, besser um die Kurven gefahren als jedes andere Muscle-Car mit Hinterradantrieb. Also deutlich angenehmer um die Kurven fahren lassen und zügiger. Und man konnte entspannt durch die Kurve fahren, also sportlicher. Und ja, ich bin mal gespannt. Oh, und mit dem Tuning hier, das ist ja halt eine neue Dimension, wo wir uns hier einsteigen. Wow! Wow! Der Wagen fährt sich ja. Man geht ja richtig. Wow! Ich würde jetzt sagen, es würde auf den Arm fliegen, aber nee, der war geht, er fährt, er rollt. Er geht richtig gut in den Kurven. Also. Richtig, richtig gut. Den schmeiße ich ja in die Kurve hinein und. Wow, also der Wagen hat einiges was drauf. Ja, wie liken das Design? Das hat mir auch gefallen. Ich glaube, es muss ein eigenes Design sein. Ich sage mal, das ist ein Fronttriebler nach meinem Geschmack. Viel Power. Man weiß ja nie, wie man die Power auf die Straße kriegt. Aber trotzdem. Wenn es um Power geht, dann hat er schon die Power. Und jetzt will ich mal schauen, wie es unter seinen Kollegen ist. Also wenn er unter seiner Konkurrenz in seiner Klasse halt fährt. Also in der Fahrzeugklasse seine Konkurrenten mit derselben Leistung fährt, wie er da selber dasteht, weil ich glaube, er ist, glaube ich, der krasseste Fronttriebler, der seine Muscle Car Brüder mit Hinterradantrieb nichts nachsehen, sogar wahrscheinlich besser fährt. Nur mit Frontantrieb. Und wir haben den ja noch weiter tiefer belegt, also er kauert sich ja schon. Wow, also wenn wir jetzt hier mal sehen, die anderen Muscle Cars, die haben ja auch die Motorleistung jetzt bestimmt, die können sich nicht so jetzt auf den Geraden so langsam absetzen, aber ich komme noch mit. Also ich komme hier noch mit und jetzt gehen wir mal richtig in die Kurve. Da haben wir ja noch Potenzial. Ordentlich Potenzial und ja, die Hecklastigkeit, also das Querfahren habe ich ja den jetzt ja regelrecht ausgetrieben, aber da hat ja hier Potenzial in den Kurven.
Also da muss ich schon mal sagen. Wow, also. Wir werden ja auch mit, wahrscheinlich auch ganz vorne mitfahren können, aber wir werden ja wegen dem Abtrieb ein bisschen abgebremst, aber trotzdem, wir können mit der Konkurrenz, besonders in den Kurven, richtig einschlagen, weil in den Kurven sind wir extrem schnell, das merken wir gerade mal, in den Kurven holen wir richtig auf. Und wenn wir halt im Windschatten jetzt bleiben, wird's interessant. P3, ich weiß nicht, ob das was wird. Weil wir gehen ja hier in den Kurven. Temp spielt hier sehr locker mit hier. Wie die Treibertare hier fahren. Und ja, beim Beschleunigung sind die halt stärker. Aber jetzt hier, in der Kurve, wo sie jetzt abbremsen müssen, da kommen wir. Da müssten wir nicht mehr bremsen. Die bremsen ganz leicht. Die müssen gleich die Bremse anstupsen. Und jetzt sind wir schon so nah dran. Aber trotzdem, P3 wird es doch nicht. Wir sind trotzdem schnell unterwegs. Sehr schnell. Auch wenn es nur für P4 gereicht hat. P3 wäre locker drin, also. Das muss man schauen, das muss man den Antrieb, den Abtrieb etwas runtersetzen. Wahrscheinlich haben wir dann mehr Top-Speed. Weil der Wagen geht ja eigentlich richtig gut. Mal schauen, erstmal ein bisschen Top-Speed. Aerodynamik. Machen wir 20 Punkte weniger. Geht jetzt hoch 35. Ja, das wird jetzt ein bisschen gehen. Also wir haben ein bisschen. Aber trotzdem, das Ding hat einen so guten. Es liegt so stabil auf der Hinterachse. Wir brauchen, glaube ich, nicht so viel Abtrieb. Aber es ist sehr ausbalanciert, glaube ich. Dieses Tuning. Ein bisschen Topspeed benötigen wir doch. Also. Tut sich halt schwer. Es hat ein Twin Turbo. Ja. Ich hätte jetzt einen Kompressor auch reinwerfen können. Dass ich etwas leichter getan im Unterricht jetzt habe. Aber trotzdem, ihr habt es ja gesehen, in den Kurven schlägt er jedes Muscle Car in den Kurven. Also wir kommen richtig nah ran. Ist mal mit weniger Abtrieb, aber das ist jetzt halt ein Bergrennen. Also da könnten wir jetzt sagen, ja, bringt nicht viel. Trotzdem, mir wird es trotzdem mich interessieren, wie viel jetzt doch wirklich bringt. Ja, wir haben auch eine neue Horizon Story, den Drift Club. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt machen werde. Weil ich mag ja überhaupt keinen Driften, aber ich hätte Bock für diesen E-Mustang Mach E. Wahrscheinlich mache ich den auch. Dann muss ich den halt. Mache ich halt nicht mehr mit Lenkrad, sondern mit Controller das Driften. Ich hab mal einen Stick, mein Xbox-Stick habe ich ja. Im PC so. Wir gehen am Start, ja, Frontantrieb, durchgehende Räder, aber die können sich nicht absetzen mit derselben Motorleistung wie ich. Also die können. Ich habe noch genügend Gewicht an der Vorderachse. So, jetzt geben wir Gas. So, wir haben ja jetzt nicht mehr so viel Abtrieb, aber er geht. Wahrscheinlich, ja, schauen wir mal. Aber, oh, geht immer noch sehr gut vor.
geht ja immer noch gut in den Kurven. Aber deutlich besser in den Kurven als jetzt die ganzen Muscle Cars quasi jetzt. Ja, hier muss ich jetzt mal bremsen, aber... Ich kann sehr früh auf den Pinsel gehen und schon früher, deutlich früher auf den Gaspedal gehen. Nur ein bisschen Gas wegnehmen. Also, es wird jetzt interessant. Also, die kämpfen bergauf und schon richtig ordentlich hoch. Also eine Engkurvenkombination, da kommt der Mustang nicht ran. Er kommt nicht ran, er kommt ein bisschen ran. Wenn es jetzt wieder auf Speed geht, kommt er ran. Aber sobald sie wieder in so eine enge Kurve geht, wie die hier, da muss er wirklich wieder bremsen. Also da bin ich richtig schnell unterwegs. Und jetzt sind wir wieder enge Kurvenkombination mit diesem Schlachtschiff zu fahren. Es ist unglaublich, das Ding handelt sich ja. Und guck mal, der Firebird, der Pontiac, der kann sich nicht hier in den Korb nicht so richtig absetzen. Jetzt kann er sich so auf den Geraden so leichter absetzen, aber ich bleib noch dran. Und er muss ja auch bremsen. Ich muss ja gar nicht bremsen. Der bremst halt den Korb, wo ich nicht bremsen muss. Auch wenn ich hier nicht auf Höchstgeschwindigkeit fahre. Also fast Höchstgeschwindigkeit fahre. Ich bin kurz vor dem Schlafbehalt. Und jetzt hier, das wird P3. Das wird P3. Das wird hier P3. So. So, dritte Position. Haben wir uns eingenommen. Das ist schon gut. Und ja, wir schauen jetzt auf der Rundenzeittabelle, wo er sich positioniert. Und schauen wir mal, was die Vermutung vom Technikplan ist. Gewesen war, schauen wir uns an, wie gut er sich da jetzt vermutet hat. Also seine Vermutung wurde wurde Oldsmobile stehen könnte. Also wir sehen uns auf der Teststreckentabelle. So, und jetzt schauen wir mal die Vermutung an vom Technikplan, wo er sich positioniert. Er hat ja noch nie die Teststreckentabelle noch nie gesehen und lag ja, boah, also gut. Also so daneben liegen kann Technikplan auch. Also richtig daneben liegen. Also komplett daneben. Also schneller als ein Ford Crown Victoria, schneller als ein Mazda MX-5 NA und schneller als ein Renault 8 Guardini. Also Technikplan. Also du musst hier mal ein bisschen mehr auf die Tabelle achten, aber mal anschauen. Aber es ist schon dein... Aber eine kleine Pünktchen Wahrheit... nee... Gut, also Pünktchen Wahrheit steckt trotzdem dahinter. Das mit dem Mercury Cyclone, Spoiler, genau zu nehmen, du wusstest ja nicht den ganzen Namen, also gut. Wenn wir hier jetzt mal auf die Teststreckentabelle sehen, wir haben hier eine 1 Minute 22,9, also ein bisschen habe ich wieder, gut, die hinteren zwei Nummern wollte ich ja nicht machen. Ja, also wenn ich jetzt mit dem Mercury Cyclone noch härter gefahren wäre, also noch ein bisschen mehr Runden gefahren wäre, hätte ich mich noch mehr eingegriffen in dem Cyclone, dann wäre er sogar schneller als der Oldsmobile. Aber aktuell, habe ich gesagt, ja, 4 Runden rang mehr ist mir aktuell, wenn man den halt komplett blind fährt und so, ist halt die Rundenzeit anscheinend 1 Minute 22,9, also ein Hauch schneller als der Mercury Cyclone. Sehr interessant, trotz mit Frontantrieb, und ich habe ja auch gesagt, er fährt mir sehr deutlich angenehmer als jedes andere Muscle Car mit Heckantrieb aus seiner Zeit. Und da hat
Aber trotz des Leistungsindex ist der Oldsmobile Toronado vom Handlinger deutlich stärker unterwegs. Halt. Also deutlich einfacher zum Fahren, deutlich leichter zum Handeln, deutlich besser zum Fahren. Also, ja. Also, in der Richtung könnte, hätte, wenn ich jetzt wirklich mich noch schneller eingegroovt hätte mit dem Microcyclone, hätte sogar der Technikplan sogar richtig recht. Also, da hätte ich jetzt auch sogar, also es muss sogar da den Technikplan mal zustimmen, wenn ich jetzt selber richtig gut gefahren wäre, dann wäre der Microcyclone schneller. Wirklich auf der Teststreckenrunde schneller als der Oldsmobile Toronado, weil da muss ich jetzt wirklich mal den Technikplan in Schutz nehmen. Also dementsprechend, bis gleich.